So, ein Bär ist hier oben nicht. Ich denke mal, der unten. Das war der gleiche, der hier oben schon mal war. Der hat hier jetzt offenbar die Seite gewechselt. So, wir werden nochmal kartografieren. Es ist nicht kalt, das ist auch schön. Okay. Wir haben wieder einigermaßen jetzt die Oberhand. So, wir sind offenbar jetzt hier. Wir müssen noch ein bisschen hier rüber. Und wir sind schon wieder durstig. Ich habe ein bisschen zu wenig mitgenommen, habe ich das Gefühl. Okay, dann geht's hier mal rüber. Ich weiß auch gar nicht, ob es hier Hasen gibt, die wir jagen könnten. Ich warte ja nur, dass hinter dem nächsten Hügel irgendwo ein Wolf auf uns wartet. Hallo Kadra, ein trostloses Marschland ohne grüne Nippelgnome, das weißt du doch noch gar nicht. Wir haben ja noch gar nichts erforscht hier. Wir sind ja erst ganz am Anfang. Also es kann durchaus sein, dass uns der ein oder andere Gnom über den Weg läuft. Okay. Gut, also die Kartografierung läuft zu weit. Wir werden auch ein bisschen hier am Rand entlang gehen. Ich denke mal, da werden wir auch auf die ein oder andere Höhle treffen. Und da gibt es bestimmt ganz gut Loot. Ganz gut Loot. Den Reim werde ich mir mal merken. Den kann ich wiederverwenden. Oh, da unten liegt etwas zu essen. Und wenn das schon fertig portioniert ist, beziehungsweise fertig getötet ist, dann können wir uns gleich mal ein Häppchen rausschneiden. Dann haben wir wieder ein bisschen was. Chance auf Gnome, du hattest meine Neugier, jetzt hast du meine Aufmerksamkeit. Das ist schön. Ah, da vorne liegt der Drecksack. Da vorne oben liegt er im Schnee. Verdient hat er es. Nachdem er uns so zugesetzt hat, er und seine Kollegen. Wir haben gar nichts gewollt, wir wollten einfach nur hier erkunden und werden hier überfallen von einer riesigen Wolfsgang. Mal schauen, wie viel Fleisch hier drin ist. Ich habe mal verglichen, oder? Die Rehlederhose haben wir ja schon an, die Stiefel brauchen wir nicht. Ah, okay, also ich lasse die Haut hier. Was ich mitnehme, ist die Gedärme und 1,5 Fleisch. Gar nicht mal schlecht. 37 Minuten. Okay. Jagdmesser hat schon wieder nur noch 84%. Ich dachte, das wäre besser. Oh. Ich dachte, da wären wir ein bisschen bei 100%. Offenbar nicht. Jetzt ist schön. Jetzt kann ich das auch schön genießen hier. Richtig gut. Bei schönstem Wetter. Wir sind einigermaßen versorgt. Das gefällt mir. Wir werden wahrscheinlich nicht so lange hier Zeit verbringen wie in den anderen Regionen. So viel gibt es hier nicht. Wie gesagt, da ist ziemlich viel, ob wir da hochgehen sollten. Da ist ziemlich viel Eis und Wasser. Und nur in den Randbezirken sind quasi Punkte, die wir abgehen können. Ich sehe keinen einzigen Wolf. Das ist so gut. So gut. Ist das schön, Mensch. Das ist jetzt das wunderbarste Wetter. Oh, da müssen wir aber hoch. Da müssen wir auf alle Fälle hoch. Das sieht verdächtig aus.
So höre ich da oben Krähen, wollte ich gerade sagen. Da kommen die einfach mal aus dem Berg rausgeflogen. Wir gehen mal hier hoch. Wir sind jetzt irgendwo, denke ich mal, hier. Also noch sehr weit von der Höhle entfernt. Ich weiß nicht, ob wir das heute noch schaffen. Es ist jetzt schon Mittag. Freut sich über den Mangel an Wölfen. Dabei sind wir doch alle froh, dass der Wolf wieder in Deutschland gesichtet wird. Ja, aktuell freue ich mich tatsächlich über den Mangel. Du hast ja die erste Viertelstunde hast du ja verpasst. Und da wärst du jetzt auch froh. So, jetzt gehen wir mal hier hoch. Dann können wir nämlich schön dieses Gebiet überblicken, offenbar. Das ist ja ein wunderbarer Aussichtsplatz. Eine Aussichtsplattform. Also, hier drüben gibt es nichts mehr. Wir haben... Was? Wieso haben wir denn jetzt Erfrierungsrisiko? Oh, was denn mit unseren Schuhen und mit unseren Socken? Die sind gefroren. Hä? Wenn ich die ausziehe, geht es uns dann besser, wenn wir barfuß rumlaufen? Haben wir dann immer noch Erfrierungsrisiko? Was denn jetzt los? Wir laufen jetzt mal barfuß. Ah, okay, dann gehen wir jetzt hier den See, den Fluss. Oh, nein! Hätte ich jetzt fast meine Socken und meine Schuhe vergessen hier. Wieso mein Gesicht grün ist, weil wir eine Skimaske tragen. Zähm dir einen Rudel und nenn jedes Mitglied Wolfgang. Wieso? Oh, wieso den Wolfgang? Habe ich was verpasst? Wieso Wolfgang? Müssen Wölfe... Ach so, Wolfgang. Eieiei, der war aber sehr platt jetzt. Eieiei. Jetzt schauen wir mal. Ich habe immer noch 10% eigentlich. Ich habe keine Ahnung, ob das was bringt. Ich würde jetzt schon sagen eigentlich, dass wir hier... Keine Ahnung. Ob das jetzt besser... Wieso sind denn jetzt die Schuhe nass? Wahrscheinlich, weil wir über das Eis gelaufen sind. Könnte ich mir vorstellen. Das ist ja ärgerlich. Jetzt müssen wir unsere Tour schon wieder unterbrechen, damit wir unsere Schuhe an den Kamin stellen können. Ach, Menno. Können wir noch mal kurz vielleicht kartografieren? Wie sieht es jetzt aus? 24%. Okay, wir müssen nach Hause. Und zwar schnellstens. Ach so, Wolf und die Gang. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist ja ganz furchtbar. Hallo Mettschnäuzchen. Mann, 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 Mann. Okay, merken, wir dürfen hier nicht so wie im Rätselsee einfach hier so übers Wasser laufen. Dass da die Sachen gleich so schnell gefroren sind und nass, das ist irgendwie auch ein bisschen unrealistisch. Wenn man hier von Realismus sprechen kann. So, wir müssen jetzt schnellstmöglich nach Hause. Aber die Rohrkolben, die nehmen wir mit. Das riskiere ich jetzt mal. Ich bin mir nicht sicher. Wenn wir Erfrierungen haben, ich glaube, oh, ist das eine Hülle? Da liegt irgendwas. Okay, wir schauen noch mal kurz her. Das ist aber offenbar nur ein Skelett. Oh, das ist die Bärenhülle. Das wird die Bärenhülle sein. Das heißt, wenn wir Pech haben, ich laufe jetzt nach Hause, wenn wir Pech haben, läuft uns jetzt der Bär entgegen. Das wäre blöd. Und wir müssen jetzt irgendwie hier rüberkommen, ohne ins Eis einzubrechen. Immer schön über diese kleinen Felder laufen.
kein Bär in Sicht, das ist schön. Das ärgert mich jetzt, dass wir jetzt schon wieder abbrechen müssen. Das heißt, die nächste Tour können wir gleich mal links des Berges hier machen. So, da drüben marschiert er, der Bär. Was ist das denn hier? Achso. Das, oh, da ist noch ein Rucksack und Rennfahrerhandschuhe, sehr schön. Und ein leerer Rucksack, ganz toll. Da freue ich mich, weil ich was entdeckt habe. Und dann ist er leer. So, jetzt gleich mal hier Feuer anmachen. Wir legen die Schuhe erstmal ab. Wir haben jetzt hier 44% schon. Erstmal Feuer machen, bevor wir hier was ablegen. Das heißt, bis wir uns jetzt wieder aufgewärmt haben, wird es schon wieder Nacht. Ich will in der Nacht nicht rumlaufen. Ah, und ich kenne es schon wieder im Hals. Ich habe Kratzen. Wenn das so weitergeht, dann wird das ein relativ kurzer Stream. Die können wir auch im Inventar behalten, denke ich mal. Wobei, die stellen wir jetzt einfach hier nebenan ab, damit die immer schön neben dem Feuer bleiben. Gut. Rein damit. Den Darm können wir hier nicht trocknen. Das geht leider nicht, weil das ja kein geschlossenes Gebäude ist. Das schimmlige Reh wird abgelegt, wobei das könnte man gleich mal braten. Dann ist es nicht mehr schimmlig. Vielleicht gar nicht schlecht. Schon Nachmittag. Ah, vielleicht können wir noch kurz einen Ausflug machen. Einen klitzekleinen. So, während wir hier warten, wie sieht es denn aus? Immer noch, sind immer noch sehr gefroren. Wir schmeißen mal die Kohle rein. Können uns ja da noch ein bisschen was zu trinken machen. Habe ich jetzt den Metallschrott hier reingelegt, oder? Natürlich. Die Handschuhe, die wir gefunden haben, die werden gleich mal zerlegt, damit wir Leder haben. Knuspriges Feuer, als würdest du was kochen. Hab doch gerade gekocht. Hier, die beiden frischen Rehschenkel. Lecker. So, das wird abgelegt. Ich bin ja schon froh, dass wir hier, gut, da wird es aber jetzt auch schon knapp, dass wir hier wenigstens schon einen Behälter haben. So, 3%, 36, 36. Wir können in der Zwischenzeit noch ein bisschen Wasser machen. Wasser können wir nie genug haben. 3 Liter. Was hast du denn gegen Rehschenkel? Lecker, Mensch. Ist doch gut. Ich schmeiß nochmal ein Stückchen rein, vielleicht nochmal eins. Oder zwei, damit ihr das Wasser noch fertig machen können. Ich mach die fertig. Ha, nein, nein, stopp, stopp, stopp. Ist erst die Stückchen rein. 40 Minuten, das müsste für die 3 Liter reichen. Gehalt Erfrierungsrisiko, jawohl. So, es geht die Sonne gleich unter. Die sind immer noch so nass, wieso denn? Ich nehme die nochmal auf und lege die jetzt direkt neben die Tonne. Was ist denn los mit dir? Ich behalte die jetzt an im Schlafsack.
anzogen, die Schuhe auch. So, na gut. Das Feuer geht jetzt aus. Wir brauchen nichts mehr. Wir haben zu trinken dabei. Das ist okay. Wir haben hier Elchfleisch, das immer noch gut ist offenbar. Und wir haben 3 Liter. Ja, dann gehen wir jetzt schlafen oder was machen wir jetzt? Oder schauen wir nochmal kurz. Oh, sehr neblig jetzt. Wir können ja nochmal hier ein bisschen die Runden drehen und ein bisschen Holz mitnehmen, bis es dann Nacht wird. Oh, den riesig dicken Ast können wir machen. Viermal Holz. Zedernholz. Richtig gut. So, wir können hier unten mal kartografieren, während es noch Tag ist. So, hier sind wir. Da ungefähr müssen wir jetzt sein. Okay, und unser nächster Trip führt uns dann hier rüber, hier hoch. In den Bereich. Ich lasse die Kadaver jetzt alle hier so liegen, die Wolfskadaver. Und hoffe einfach darauf, dass solange die hier sind, die Wolfskadaver, dass keine neuen Wölfe kommen. Was? Wildschwein ist Nummer 1, sagst du? Oh, wir müssen was trinken. Food Talk bei Tollfuß Stream. Ja, immer her mit den Tipps. Ich mag ja Fleisch auch ganz gern. Richtig gern. So, jetzt ist es fast dunkel. Hä? Jetzt ist es heller als... Na gut, vorhin war Nebel. Sieben Sticks bekommt man hier aus einem toten Gestrüpp. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ah, jetzt ist wieder schön. Jetzt ist wieder sehr schön. Wir können auch die Rohrkolben ablegen. Erstmal. Da brauchen wir nicht so viele. Ja, da meine ich ja, die realen Tipps sind auch gern gesehen. Zum Thema Essen. Habe ich auch kein Problem damit. Nehmen wir mal das Zunderzeug und schmeißt das. Können wir eigentlich das Zunderzeug zum in die Feuertonne geben? Das ist die Frage, die wir erörtern können. Ne, so zusätzlich als Brennmittel, ich glaube ja fast nicht. Wir haben noch 3 Liter, die brauchen wir jetzt auch für Schlafen. Stoff. Stoff lasse ich mal hier. Wir brauchen aktuell kein Shelter. Keine Schneehütte. Und dann haben wir genug Platz für die nächste Erkundung. Das wird jetzt dann gleich vertilgt. 100% hat das. Das wird noch nicht vertilgt. Das wird erst abgelegt. So ist hier jetzt. Die Socken sind immer noch ein bisschen nass. Die Rohrkolben brauchen wir nicht mehr als Zünder. Die sind mittlerweile ja schon so gut, dass wir das nicht mehr nötig haben. Ich esse lieber hier so ein Elchfleisch. Ich denke mal, das ist nicht mehr so. Hat auch noch 88%. Gar nicht schlecht. So, dann die Rohrkolbenstängel, da legen wir was auch ab. Mal 20. Und dann sind wir eigentlich jetzt so weit, um uns schlafen zu legen. Es ist halt noch hell. Wir können vielleicht mal ein bisschen noch in die Richtung gehen. Ganz kurz, solange wir noch was sehen. Da drüben irgendwo oder da drüben irgendwo
müsste die Schmiede sein. So, und immer schön ein Auge auf den Bären haben. Die sind ja normalerweise nicht aggressiv, solange man ihnen nicht zu nahe kommt. Wenn er aber kommt, dann ist, ja, können wir nicht mehr viel machen. Vor allem jetzt mit unserer Lebensleiste aktuell. Ich gehe noch ein bisschen weiter. Ich riskiere es. Ich bin so wagemutig. Das ist unglaublich. Okay, genug. Und dann wird es auch schon Nacht. Und jetzt verziehen wir uns. Dann schlafen wir bis morgen und dann erkunden wir wieder. Das wäre so super, wenn jetzt hier vorne überhaupt keine Wölfe mehr kommen. Das wäre richtig gut. Ich wollte gerade sagen, ich höre fast nie Musik hier im Spiel. Jetzt hört man wieder welche. Ich mache mal die Musik ein bisschen lauter. Die ist nämlich manchmal ganz schön, aber manchmal ist sie auch zu laut. So. Dann geht's ab in die Haier. Ich hoffe jetzt durch das Schlafen werden unsere Socken trocken. Schon wieder so ein Reim. Was ist denn heute los? I'm on fire. Socken trocken. Es ist immer noch dunkel. Sollen wir jetzt schon auf Erkundungstour gehen? Wir haben was zu essen, wir haben was zu trinken. 23 Kilo, perfekt. I need to find food. Was? Ja, haben schon wieder Hunger. Wir essen. Die Stängel. Wie sieht es denn lebensleistenmäßig aus? 92%, das ist erstmal gut. Es ist ein bisschen kühl. Unsere Socken sind... die sind nicht trocken. Das ist blöd. Jetzt müssen wir nochmal hier Feuer machen. Sehr, das ist blöd. Sehr blöd. Mal, ob ich jetzt hier das hier auch noch reinschmeißen kann oder ob das wirklich nur als Zunder dann gilt. Das heißt, wenn wir nur im Schlafsack pennen, wahrscheinlich, wenn wir irgendwo in einem Haus wären oder in einer Höhle, dann wird es wahrscheinlich gehen, aber hier im Freien, da werden die Socken nicht trocken. Jetzt, wenn wir hier nochmal eine Stunde sind, dann geht schon wieder die Sonne auf und wir verplempern den ganzen Vormittag. Nee, ich kann das nicht reinschmeißen. Das heißt, die Zundersache, die können wir alle wegschmeißen. Ja, und während wir hier stehen, machen wir uns einfach nochmal Wasser. Was soll man denn sonst machen? Na, geht nochmal was. Halber Liter. Und dann schauen wir mal, wie es ausschaut. Das ist doch unglaublich warm hier. Die müssten doch jetzt schon trocken sein. Jawohl, jetzt sind sie trocken. Okay, perfekt. Wir trinken was. Brauchen wir so viel? Das ist ein bisschen zu viel. Wir legen mal 2 Liter ab.
Ich sehe schon. Wir werden hier, also wenn wir hier nicht irgendwo auf eine mega gute Hütte stoßen, irgendwo zentral, irgendwo hier, dann wird das jetzt hier unser Zuhause in den Marsch landen. So, und jetzt müssen wir hier rüberkommen, ohne wieder nasse Füße zu bekommen. Das kann doch nicht sein. Weiß nicht, wahrscheinlich werden wir hier auf die Eisflächen treten. Man hört es dann auch ganz leicht so plätschern. Ich glaube, da, ja, das ist dann das Zeichen für nass. Ich schau mal kurz. Was ist denn jetzt hier für eine komische Musik, für eine Gruselmusik? Das verheißt nichts Gutes, vor allem, wo es jetzt hier so dunkel ist. Es ist etwas kühl. Ah. Na gut, also wir gehen jetzt mal hier hoch, den Berg, den Hügel. Blöd, wenn man nichts sieht, ne? Wenn man über den Hügel geht und einfach nichts sieht. So, jetzt sind wir normalerweise hier. Das heißt, wir können noch mal ein bisschen... Ah, oh, das ist ja noch ewig weit weg hier. Die Karte ist doch größer als gedacht. Gehen hier mal links herum. Vielleicht sollten wir auch erst zur Schmiede gehen, dort unsere Pfeile basteln und dann die Erkundung machen. Wir haben halt jetzt nur die drei Pfeile, oder drei sind es? Vier Pfeile. Da zählt der angelegte nicht mit. Echt. Also heute ist wieder der Wurm drin. Und ich höre die Wölfe mal wieder. Hört auf zu heulen! Hört auf zu heulen, ich bin am Erkunden! Ich nehme das Gewehr jetzt dann wieder mit. Wir sind beim Erkunden so leicht. Wir haben jetzt aktuell 23 von 35 Kilo. Das muss gehen. Und während wir hier rumlaufen, ich nehme wieder ein bisschen Holz mit, damit wir uns notfalls irgendwo aufwärmen können.